schwache Nerven und schon gar nicht für Leute mit Höhenangst. Naja, egal, denke ich mir, ich werde trotzdem gleich in diesen Hubschrauber einsteigen und werde versuchen, diesen Helikopter zu steuern. Ja, die werden hier in Deutschland gebaut und kaufen auch die deutschen Hubschrauber. Vorne, Hubschrauber neigt sich nach vorne. Stick zurück, Hubschrauber neigt sich. Nummer 2 ist der Pitch, auch Collective genannt. Da guckst du halt jetzt, einmal schaust du in den Rotormast rein oder ins Hauptgetriebe, ob da noch irgendwas rumliegt, irgendwas nicht sein sollte. Dann hier ist wichtig, hier musst du so ein bisschen durchgucken können. Das heißt, du musst eigentlich die andere Seite sehen. Genau. Ja, die Controls. Jetzt haben wir die Dual Controls hier drin. Kannst du die Sliding Door nochmal. Hier steuerst du den Hubschrauber links, rechts, vor, zurück im Schwebeflug. Natürlich auch im Reiseflug. Dann linke Hand ist am Collective Pitch. Du weißt ja, am Pitch ziehen bedeutet im Prinzip mehr Auftrieb und du nimmst den Hubschrauber damit auf und hältst ihn dann im Schwebeflug oder bringst ihn auch zum Steigen. Ja, dann haben wir nur noch die Füße, die stehen in den Pedalen und mit dem rechten Pedal oder auch mit dem linken Pedal kann ich den Hubschrauber entsprechend um die Hochachse gieren. Drehe ich nach rechts, giert er nach rechts um die Hochachse, drehe ich links rein, giert er nach links um die Hochachse. Und dann bist du auch schon gut beschäftigt, ne, mit allen Steuerorganen. Ich kann natürlich diesen riesigen Hubschrauber nicht selber steuern. Ich habe natürlich einen Fluglehrer dabei, das ist der Thomas Müller. Thomas, wir werden jetzt gleich einsteigen. Was erwartet mich denn in diesem Fluggerät? Ja gut, ich erwarte hier rund 800 PS, die auch ein bisschen bockig sind, die es also zu bändigen gilt. Und du hast ja schon gesehen, du brauchst Hände, Füße, Koordination, eine gewisse Motorik. Du wirst also ein bisschen arbeiten müssen. Am Pedal auch arbeiten, ja, nicht so faul sein. Jetzt Füße und linke Hand. Ja. Das heißt, du gehst vorsichtig ins rechte Pedal und drehst den Hubschrauber um 180 Grad. Ja, genau, das bist jetzt du. Aber nimm mal ruhig den Pitch, genau. Ja, klappt doch. Und dann da vorne, siehst du den See? Da wollen wir am rechten Rand vom See entlang fliegen. Minuten Helifliegen sind vorbei. Es war ein wahnsinniges Gefühl. Man ist in der Luft 200-300 Meter über der Erde und hat die volle Kontrolle über diesen Hubschrauber. Und ich frage jetzt mal meinen Fluglehrer, den Thomas, wie ich mich denn gemacht habe. Thomas, wir sind jetzt eine halbe Stunde in der Luft gewesen. Wie habe ich mich denn angestellt? Also ich kann dich beruhigen, du bist kein hoffnungsloser Fall. Ja? Nein, du hast es wirklich ganz gut gemacht. Das hat man vor allen Dingen daran gesehen, dass du an der Pedale und auch mit der linken Hand am Pitch recht besonnen wirklich da schon selbstständig die Inputs gemacht hast. Und der Stick, das ist mit der rechten Hand wirklich das Schwierigste. Da war noch eine gewisse Unruhe drin. Ne? Das war nicht von der Hand zu weisen, aber du hast dich insgesamt wirklich gut angestellt. Und wie gesagt, komm noch mal vorbei. PPL, CPL bieten wir alles an. Also du hast da durchaus gute Chancen, das erfolgreich zu Ende zu führen. Gut, wenn das der Profi sagt, dann steht meiner Flugkarriere ja nichts mehr im Wege.